Ja, vielen Dank. Ralf Stockmann, mein Name. Die meisten von euch kennen mich vermutlich. Ich habe irgendwann mal angefangen, dieses Ultraschall zu machen. Hier auf der Bühne begrüße ich noch einen der Entwickler, nämlich Heiko. Einen donnernden Applaus für Heiko. Heiko hat im Projekt auch eine ganz besondere Rolle. Er beschäftigt sich nämlich völlig im Gegensatz zu mir auch mal wirklich professionell mit Softwareentwicklung und in dem Kontext auch mit Qualitätsmanagement und Qualitätskontrolle. Und das wollen wir jetzt auch für den Vortrag hier einschalten, damit ich hier als Sales Droid nicht irgendwelchen Unfug erzähle, habe ich ihn also mit auf die Bühne gesetzt und sobald es also zu schlimm wird, kann er also intervenieren und sagen, wie es wirklich ist und die Marketingabteilung hier zurechtweisen. Schauen wir mal. Das ist schon mal nicht gut. Wieso komme ich das jetzt da? Muss mal eben kurz gucken. Irgendwas ist hier gerade überhaupt nicht so, wie es sein sollte. Ja, die Technik, du sagst es. Ja, das kann schon gut sein. Ich muss mal kurz einen Testsong anspielen, damit man sieht, das scheint schon mal ansatzweise zu funktionieren. Ja, ihr hört jetzt alle weg. So, das habt ihr gehört, ne? Gut. Dann gehen wir wieder rüber. Das Routing ist einigermaßen anspruchsvoll, was ich jetzt hier heute zelebriere. Von daher kann es diesen Effekt noch das ein oder andere Mal geben. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ich fange meine Präsentation eigentlich immer so mit der Großwetterlage des Podcastings an, was die verschiedenen Stadien so anging. Das war der Startpunkt, wo wir losgegangen sind und darum auch das Ultraschallprojekt. Wie kann man die Aufnahmesituation eigentlich mal verbessern? Und daran werkeln wir jetzt seit 2 Jahren. Und so ein bisschen gefühlt hat man den Eindruck, ja, man hat auch schon irgendwie ganz schön viel geschafft und ist eigentlich noch so richtig viel zu tun. Ja? Ich hatte ja für unsere Sessions hier diesen Vorschlag gemacht, Ultraschall-Wunschkonzert, wo ihr alle also jetzt noch neue Features reinwerfen könnt. Und bei dem Online-Voting hat keine andere Session so wenig Interesse hervorgerufen wie das hier. Ja? Das tut mir auf der einen Seite natürlich persönlich weh, weil ich denke, okay, ja, du bist mit deinem Thema schon wieder richtig durch. Auf der anderen Seite kann man das Ganze natürlich, wie es meine Art ist, optimistisch drehen und sagen, wir haben schon so viel an Features und eigentlich ist auch noch kaum Platz auf dieser Folie für noch weitere Features. Was soll man also eigentlich machen? Ja, man könnte sich jetzt auch einfach zurücklehnen und sagen, ja, es ist einfach fertig. Ich habe noch meine Statistik mitgebracht. Nein, nein. Das hier ist die Download-Statistik, was wir bisher eigentlich so an Downloads hatten. Jetzt unsere letzte Release, die 1,2er, hat über 700 Downloads pro Tag, geht auch noch immer einiges raus. Das heißt also, so 2, 3 Downloads pro Tag haben wir. Wo ich auch nach wie vor denke, so, das sind ja keine Google-Bot-Geschichten, sondern irgendjemand probiert es dann auch wirklich aus. Das ist also so vom Durchsetzungsgrad her, dürften wir dann mittlerweile nach 2 Jahren auch schon die meisten Leute erreicht haben, sodass man sich also vielleicht auch wirklich entspannt zurücklehnen könnte. Wir haben das Board aufgebaut, wo irgendwie Aktivität ist und sich alle wohlfühlen und flauschig ist eigentlich noch so richtig viel zu tun. Von daher würde ich jetzt hier offiziell verkünden, jawohl, die Sonne ist aufgegangen. Wir haben jetzt auch in der Aufnahmesituation offensichtlich eigentlich einen ganz schönen Stand erreicht. Wir lassen das jetzt los. Naja, ganz fertig ist die Welt vielleicht nicht. Ja, ich habe es runtergedreht, das ist das Routing hier. Wie gesagt, das müssen wir ein bisschen dynamisch machen. Das ist eine Präsentation von gestern, die hat der Lasse gehalten. Die ist total irre, die könnt ihr euch unten noch anschauen. Er bringt hier Kängurus zum Einsatz. Das finde ich schon einigermaßen fies, da musste ich jetzt irgendwie damit gegenhalten und ich habe zumindest Ferris, wenigstens etwas. Okay, natürlich machen wir weiter und natürlich haben wir noch ein paar Ideen. Und das Hauptfeature für euch als Produzenten für die 1.3er-Version ist das sogenannte Ducking.
Ducking ist etwas, was ein Problem löst, was viele von uns schon hatten und wo man vielleicht fragt, wie geht man eigentlich damit um? Man hat einen Einspieler, man hat vor allen Dingen Intros, man hat vielleicht ein Extro und möchte währenddessen eigentlich als Podcaster reinsprechen in die Musik und hat einfach das Problem, dass die Musik halt einfach so laut ist, wie sie laut ist und meine Stimme ist so laut, wie sie laut ist und das Ganze mischt sich und die Verständlichkeit der Stimme leidet dann doch ganz erheblich. Das heißt, eigentlich möchte man so haben, dass, wenn ich dann reinspreche, die Musik leiser wird in dem Moment und sobald ich aufhöre zu sprechen, die Musik wieder lauter wird. So wie wir das eigentlich aus dem Radio kennen. Ja, so ein Radiomoderator, der über einen sogenannten über einen Musikteppich oder Musikbeet spricht, der hat genauso einen Mechanismus, dass es also automatisch rauf und runter gefadet wird. Wie kann man sowas jetzt prinzipiell erreichen? Es gibt natürlich so den ganz händischen Weg, dass ich es also einfach live an Reglern mache, ja, so meinen Mischpult, dann irgendwie den Gain der Einspieler rauf und runter drehe. Das ist natürlich irgendwie nicht so richtig praktikabel, so will man es nicht haben. Wenn man das Ganze in Reaper angeht, dann fallen einem da sicherlich ein paar Möglichkeiten ein, wie man sowas händisch machen kann. Ich habe hier mal eine kleine Soundspur vorbereitet. Ich fahre die jetzt erstmal ein bisschen runter. Und habe hier nämlich so einen Loop drin. Ja, wir stellen uns jetzt also vor, das wäre jetzt also das Intro oder wäre das Extro. Und währenddessen will ich schon irgendwas von Themen erzählen oder hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dem Fall setze ich meine Stimme jetzt gerade noch ganz gut durch. Sobald ich aber anfange, jetzt den Hintergrund mal hochzuschrauben, wird das natürlich zunehmend schwieriger. Und jetzt ist schon der Punkt erreicht, wo sich das Ganze nicht mehr so richtig schön mischt. Zumal, wenn ich nicht gleichzeitig anfange zu schreien. Ich kann das Ganze im Post-Processing natürlich versuchen, in den Griff zu bekommen. Ich habe hier unten drunter jetzt eine Spur, die voraufgezeichnet ist. Was ich jetzt mache. So, jetzt werde ich ein bisschen reinsprechen. Und immer mal wieder was. Ja, also ihr hört, okay, da ist irgendwas, ich kann es aber eigentlich schon kaum verstehen. Jetzt habe ich verschiedene Varianten. Ich könnte jetzt relativ brachial hingehen und sagen, okay, ich schneide die Spur hier oben während der Stelle und ziehe jetzt hier irgendwie die Lautstärke runter. Ja, dann hätte ich ungefähr und immer mal wieder was Perkursives machen. Na, aber so richtig schick ist das natürlich nicht. Die etwas fortgeschrittene Variante davon sehe so aus, dass ich dass ich das Ganze löse, indem ich hier oben einen Envelope draufsetze. Das heißt also, ich gebe dem Ganzen ähnlich wie bei einem Mute-Track mal einen, oh, ganz schön klein hier, so Envelope. Na, ja. So gebe ich dem hier mal eine Lautstärke-Spur. So, ihr seht das, das ist jetzt hier diese dünne grüne Spur und jetzt kann ich hier Punkte setzen und sagen, so ungefähr möchte ich das haben. So, ihr seht aber schon, das ist alles ein ziemliches Gefrusel hier, bis ich jetzt irgendwie hier die Marker richtig gesetzt habe. Und so könnte ich jetzt also eine Lautstärke-Kurve passend zu meiner Sprache reinmalen und das würde noch einigermaßen funktionieren. So, jetzt werde ich ein bisschen reinsprechen. Und immer mal wieder was Perkursives machen. So, jetzt werde ich mal jetzt reinschleise, jetzt geht es gleich wieder hoch ein bisschen. Und immer mal wieder runter. Ist aber irgendwie asig. Ja? Ist alles rumgefrumel, macht viel Arbeit. Vor allen Dingen aber, sobald ich anfange und unten vielleicht mal irgendwie meine Sprache noch an eine andere Stelle montieren möchte, funktioniert der ganze Trick natürlich nicht, weil ich dann auch die ganzen Automationsspuren oben mitschieben möchte. Ist also eine Geschichte, die man eigentlich anders lösen möchte. Das Gute ist, genau das kann man tun mit unserem schönen neuen Ducking-Feature. Ich baue mal eben die Sachen hier wieder zurück, damit uns das hier nicht reingeht. So, jetzt können wir die auch mal wieder ausschalten. Ja, können wir auch drin lassen. Stört jetzt nicht weiter. Das Ducking funktioniert nämlich so, dass ich einen Kompressoreffekt auf der Musikspur lege und der getriggert wird, wie stark er zuschlägt, durch eine beliebige andere Spur oder mehrere andere Spuren passiert. Hört sich erstmal abstrakt an. Wenn man es einmal gesehen hat, ist es gar nicht mehr so rasend kompliziert. Ich gehe mal auf unsere Soundspur und gehe mal hier in die Effektsektion
Und hier nehme ich den ganz normalen Feld-, Wald- und Wiesenkompressor, wie er in Reaper mitgeliefert wird. Und dort habe ich nämlich hier, wenn wir uns mal dieses Manual angucken, habe ich da eine Menge Schieberegler. Ich zeige gleich ein bisschen, was die eigentlich machen. Das ist ganz gut, das einmal verstanden zu haben. Der entscheidende Punkt ist aber, dass ich hier einen Detektor-Input definieren kann, den ich auf den sogenannten AUX-Input links-rechts setze. Ich gehe jetzt einmal wirklich den ganzen Weg durch, damit man es mal verstanden hat, was die Logik ist. Und am Ende zeige ich dann, wie man das Ganze in unserer Release mit zwei Klicks herstellt. Das heißt also, um die ganzen Details muss man sich dann nicht mehr kümmern, aber man hat es einmal begriffen. Wenn ich diesen AUX definiert habe, kann ich jetzt auf der anderen Seite sagen, in diesen sogenannten Side-Channel, so nennt man das im Musikbereich, möchte ich jetzt das Signal reinschicken, was ich auf der Hauptspur hier von meiner Sprache habe. So, das sieht dann so aus, dass ich in der Routing-Matrix sage, schick das Signal auf Kanal 3 und 4 der Soundboard-Spur. Das ist nämlich genau Kanal 3 und 4, ist genau dieser Side-Channel. Und dann seht ihr, dass ich hier plötzlich bei der Soundboard-Spur habe ich hier vier Eingänge oder vier Züge, wohingegen ich bei einer normalen nur zwei habe. Das ist ein Zeichen dafür, dass da offensichtlich was funktioniert. So, dann sollen wir mal schauen, ob die Magie klappt und immer mal wieder was Progressives machen. So, jetzt werde ich ein bisschen reinsprechen. Sehen, das ist nicht und sehr. Immer mal wieder was Progressives machen. Noch anschalten. Und das wäre hilfreich. Also hier oben ist der An-Ausschalter. So, und jetzt seht ihr. Und immer mal wieder was Perkursives machen. Hören wir erstmal, was passiert. So, jetzt werde ich ein bisschen reinsprechen. Und immer mal wieder was Perkursives machen. So, jetzt werde ich ein bisschen reinsprechen. Das heißt also, wir haben jetzt, ohne dass wir irgendwas geschnitten haben oder irgendwas parametrisiert haben, fährt er automatisch die Lautstärke runter. Und wir sehen auch, dass jetzt hier rechts diverse Dinge passieren. Wir können jetzt mal ein paar Parameter anpassen, damit man ungefähr einen Eindruck bekommt, wie das Ganze zusammenwirkt. Und immer mal wieder was Perkursives machen. Beispielsweise kann ich hier so, jetzt die Kompressionsrate justieren, das heißt, wie stark soll es runtergefahren werden. Wenn ich die 1:1 habe, passiert gar nichts. So, jetzt werde ich ein bisschen reinsprechen. Und je stärker ich halt die Kompressionsrate einstelle, desto härter greift der Ducking-Effekt zu. So, jetzt werde ich ein bisschen reinsprechen. Und immer mal wieder was Perkursives machen. In den meisten Situationen ist es total okay, den hier auf unendlich zu lassen. Und man hört eigentlich immer noch genug vom Hintergrund und kann sich sicher sein, dass die Sprache sich ordentlich durchsetzt. Jetzt werde ich ein bisschen reinsprechen. Geschwindigkeit kann man hier oben einstellen. Immer mal wieder was Perkursives machen. Da ist insbesondere der Pre-Comp-Wert interessant. Reinsprechen. Der und immer mal wieder. Schaut nämlich im Vorhinein rein, wann kommt die nächste Stimme und fährt vorher schon die Musik runter. Ja. Das heißt also, da das Ganze in diesem Szenario jetzt hier schon aufgenommen ist, kann er quasi nach vorne schauen und schon einen Effekt berechnen, auch wenn die Stimme selber noch gar nicht eingesetzt hat. Das geht live natürlich nicht, aber für Post-Processing ist das eine schicke Sache, weil dann setzt der Kompressor nicht so knall auf Fall ein und auch nicht verspätet, dass man die ersten Worte gar nicht mehr versteht, weil sie noch nicht von dem Kompressor unterstützt sind, sondern wirklich im Vorhinein wird runtergefadet, dann kommt die Stimme und danach geht es sanft wieder raus. Ja, die Release kann ich genauso einstellen, das heißt also, wie schnell geht er danach wieder hoch. Hier unten habe ich noch einen Filter, aber den brauche ich eigentlich nicht. Der letzte Wert, den man noch einstellen kann, ist hier der Threshold, das heißt also, wie laut muss ich sprechen, damit sich der Effekt durchsetzt. Den solltet ihr auf jeden Fall immer weit unten lassen, denn gerade wenn ich leise spreche, möchte ich natürlich, dass das Ganze zum Tragen kommt und gerade die Passagen müssen sich durchsetzen. Ihr müsst euch aber mit der Parametrisierung auch gar nicht besonders auseinandersetzen. Ich habe wie bei allen Effekten, die wir machen, hier ein Ultraschall-Preset definiert, was man einfach aufrufen kann und da sind Werte, die ich als ausgesprochen funktionabel und in Ordnung bezeichnen würde. Die kann man einfach nehmen. Wenn ich das jetzt vom Routing her hinbekomme, vorhin hat es geklappt, aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen, das Ganze klappt nicht nur im Mastering, sondern das klappt auch live. Das heißt also auch, wenn ihr eine Live-Sendung fahrt und irgendwie Live-Hörer habt, könnt ihr diesen Effekt nutzen. Das heißt also, auch da habt ihr quasi schon die Qualität wie in der Post-Production. Einzige Ausnahme ist halt, dass er halt nicht nach vorne schauen kann. Ja? Also er weiß nicht, wann ihr das nächste Mal sprecht.
Das können wir auch mal ausprobieren. Dafür fahre ich jetzt mal hier den hoch. Tim, 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 tim. So. Leg den hier raus. Tim, tim. Der wird getriggert. Sieht eigentlich ganz gut aus. Lass mal laufen. Tim, 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 tim. So, viel hilft viel. So, jetzt habe ich ein zweites Headset auf, was jetzt hier in meinen kleinen H6 reingeht. Und jetzt seht ihr also den Effekt, dass sobald ich jetzt hier anfange zu reden, live, ohne dass irgendjemand hands-free etwas macht, die Musik im Hintergrund rauf und runter gedreht wird. Ja, und jetzt kann man also schön professionell in seine Intros sprechen. Und es ist halt wirklich völlig egal, an welcher Stelle. Und ich kann in der Post-Production beliebig im Nachhinein die Sache verändern. Wie funktioniert das Ganze jetzt im Echtzeiteinsatz? Das sah jetzt alles tendenziell vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Von daher zeige ich jetzt zum Abschluss dieses Parts wirklich nur noch einmal, wie sich sowas in einem komplett frischen Projekt anfühlt. Da geht ihr einfach hin und macht über das Podcast-Menü zuerst eure eigene Audiospur, das ist der Sprecher. Und ihr nehmt die neue Funktion Soundboard-Spur anlegen und habt dort automatisch, ihr seht das schon, das Ducking installiert. Wir liefern zwei Presets mit, eine, wo es automatisch aktiv ist und eine, wo es nicht aktiv ist. In dem Fall lassen wir es jetzt also hier mal an. Das ist also hier das Soundboard, so wie wir es hier aus der letzten Release kennen. Ja, und das sollte sich dann also auch gegen deutlich lautere Musik vernünftig durchsetzen können. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, nach diesen wenigen Klicks, ist also im Routing den Sprecher auf das Soundboard zu legen und auf den Side-Channel zu gehen. So, und das war's. Ja, und jetzt ist das Ganze schon vollumfänglich aktiv. Das Ganze funktioniert auch bei mehreren Sprecherspuren natürlich. Das heißt also, ihr könnt jetzt noch beliebige andere hinzufügen und auch hier müsst ihr jeweils nur einmal hingehen und sagen, okay, schickt das auch auf den Ducking-Side-Channel der Spur und dann ist es also egal, wer in der Runde spricht, alle können das runterdimmen. Ihr könnt mit dieser Funktion auch sowas wie eine Funktion implementieren, dass ihr andere quasi leise reden könnt. Ja, wenn ihr also sagt, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen. Ja? Das heißt also, für die Freakshow, der Host, ja, wenn Tim dann also dann redet, werden alle anderen Spuren dann runtergefadet. Auch solche Scherze sind damit möglich. Sinnvolle Einsatzzweck wäre natürlich aber schon, das Ganze halt für Hintergrundspuren zu nehmen. Was auch kein Problem ist, ist, dass die Skype-Spur das triggert. Ja, das heißt also, auch wenn ihr eine Skype N-1-Schalte habt, auch euer Skype-Partner kann problemlos diesen Effekt hier nehmen. Von daher ist das, glaube ich, insgesamt eine ganz schöne, runde Geschichte. Und wie gesagt, dann im eigentlichen Doing wirklich mit drei Klicks aktiviert und in Kombination mit dem Soundboard, glaube ich, eine Sache, wie man mit Intros deutlich besser noch umgehen kann. Ja, das heißt also, es geht sowohl live als auch im nachträglichen Mastering, flexibler Einsatz auf der Zeitebene, das finde ich das Wichtigste überhaupt, wenn man das Timing, gerade wenn man in ein Intro reinspricht, was perkussiv ist, möchte man vielleicht ein paar Timing-Teile berücksichtigen, kann man im Nachhinein alles schön optimieren. Es ist vollautomatisiert, man muss sich also um nichts kümmern, frei parametrisierbar, beliebige Spuren als Quellen, beliebige Spuren als Ziel und das Ganze schön verpackt in Presets. Das ist das Ultraschall-Ducking in der 1.3er-Version. Wir haben neben diesem großen, dicken Feature noch ein paar, wie ich sie immer nenne, Brot- und Butter-Features. Auch vieles davon ein bisschen unter der Haube, wovon ihr nicht unbedingt was mitbekommt. Als erstes haben wir das Podcast-Menü noch mal ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen umgebastelt.
Da sind ein paar Dinge, wie ich finde, jetzt etwas logischer benannt und noch etwas sinnvoller zusammengestellt. Aber nach wie vor ist eigentlich der Gedanke, dass man diesen dreiteiligen Aufbau hat und sich eigentlich bei jedem Podcast oder bei jeder Podcast-Folge vom Setup über Aufnahme rein in Produktion bewegt und das Ganze eigentlich nacheinander abarbeitet. Auch innerhalb der Sektion sind ja die Menüpunkte so, dass man sich eigentlich von oben nach unten durcharbeitet. Das ist also gewissermaßen ist das so ein Workflow, der hier ja modelliert ist. Wir haben zwei Kapitelmarken-Features dazu gebaut, die, glaube ich, ganz praktisch sind. Das erste ist die T-2-Kapitelmarke. Das setzt eine Kapitelmarke vor 2 Minuten. Das heißt also, ich bin in einem Laber-Podcast, yay, und dachte eigentlich, dass wir noch gar keinen Themenwechsel hätten, wo man eine Kapitelmarke hätte setzen können, habe das Ganze also verpennt und merke dann aber irgendwann, eigentlich reden wir schon jetzt doch über was ganz anderes. Dann macht es Sinn, diese T-2-Kapitelmarke zu setzen. Die hat auch eine andere Farbe, sodass ich die also auch hinterher im Schnitt leichter wiederfinde und sehen kann, okay, so irgendwo in der Gegend war sie, aber ich muss sie nochmal zurechtsurren. Ja, die hat also so eine blaue Einfärbung gegenüber den normalen grauen Kapitelmarken. Mindestens genauso praktisch ist quasi das Löschen der letzten Kapitelmarke live während der Sendung. Das heißt also der umgekehrte Fall. Ich dachte, wir hätten schon ein neues Thema begonnen, was dann aber de facto noch gar nicht der Fall war, weil wir nochmal 3 Umdrehungen um den Block gemacht haben. Ja, dann gehe ich also einfach auf Löschen der letzten Kapitelmarke, warte, bis das Thema dann wirklich durch ist und das nächste anfängt und setze die dann entsprechend. Sind beide auch im Podcast-Menü untergekommen. Das seht ihr also hier. Marke 2 Minuten zurücksetzen und lösche die letzte Marke links vom Cursor. Das heißt also, dass man also, egal an welcher Stelle man im Podcast ist, immer das links davon wird weggelöscht. Dann eine Sache, die hoffentlich auch gerade den Umgang mit Skype-Schalten noch ein bisschen transparenter macht. Tim hatte diesen hier, wie ich finde, sehr sinnvollen Vorschlag, nochmal die Benamung unserer Ultraschall-Devices zu überdenken, weil also dieses Skype-Send und Skype-Gast vielleicht ein bisschen abstrakt ist und er schlug vor, das einfach im Mikrofon und Speakers zu machen. Das haben wir dann auch einfach mal getan. Das heißt also, hier links seht ihr jetzt die neuen Ultraschall-Devices, wie sie ab der 1.3 benannt werden. Und da haben wir jetzt also, wenn man sich rechts anschaut, wie man das Ganze dann in Skype modelliert, stellt man bei Mikrofon einfach dann Skype Mikrofon ein und bei Lautsprecher stellt man entsprechend Skype Speakers ein. Ja, also man nimmt einfach genau das, was links davon steckt und muss nicht immer wieder kurz nachdenken, okay, wie rum war das Ganze jetzt eigentlich? Auch so eine potenzielle Fehlerquelle, die wir hier ausgemerzt haben. Was dann hauptsächlich der Heiko gemacht hat, ist nochmal ein kompletter Rewrite des Reaper Plugins. Davon merkt man jetzt nichts auf der Feature-Seite. Wir hatten allerdings so ein kleines Speicherleck, wenn ich mich nicht täusche, was, glaube ich, de facto nie wirklich durchgeschlagen ist, weil, glaube ich, die Größe des Lecks dann doch sehr bescheiden war. Nichtsdestotrotz. Naja, das Plugin läuft halt nie sehr lange, ne? Ja, sehr lange. Definieren Sie sehr lange bei den Vogonen. Also nicht lang genug, um ernsthaft zu einem Problem zu werden, sagen wir mal so. Nichtsdestotrotz, ihr kennt das, sobald man weiß bei einer Software, was man eigentlich wollte von ihr, kann es durchaus sinnvoll sagen, da mal ein Refactoring zu machen. Das Ganze ist komplett neu hochgezogen und jetzt auch Teil der 1.3er-Distribution, verhält sich aber ansonsten an der Oberfläche exakt gleich. Das heißt also, davon bekommt ihr nichts mit. Heiko hat auch eine Version von Windows dafür gebaut. Windows, da war doch was. Wir müssen reden, weil es wurde vor einiger Zeit, am 23. März, mal eine Beta public geschaltet für unsere lieben, sehr lautstarken Windows-Freunde, die immer wieder gesagt haben, boah, ich will auch die ganzen Features der 1.2 haben, könnt ihr das Ganze nicht auch irgendwie für Windows bauen? Und dann hat Heiko das gebaut und hat gesagt, hey, und es gibt Tester und jetzt mal los. Ja, und dann war Schweigen im Walde. Das ist gar nicht so hilfreich.
Ja, also sprich, wenn die Windows-Fraktion denn wirklich vernünftig irgendwie Support von uns haben will und wir sind ganz offensichtlich motiviert, das zu tun, sowohl David als auch Heiko sind eigentlich auch im Windows-Universum ganz kräge unterwegs, auch programmiertechnisch. Das heißt also, da habt ihr echt Leute, die eigentlich, wo ihr auf offene Ohren stoßen würdet, aber ihr müsst dann schon auch ein bisschen mithelfen dabei. Ne? Ansonsten gilt dann doch wieder das hier von gestern und ich werde wieder im Forum gerügt. Weil also ohne Tests funktioniert das einfach nicht. Wir sind da jetzt auf einer Ebene von Reaper, wo es eben nicht mehr nur darum geht, was ich das erste Jahr lang gemacht habe, einfach nur Oberfläche umbauen und skinnen und irgendwie Makros werkeln, sondern wir sind jetzt schon doch etwas tiefer unten im Maschinenraum und dafür brauchen wir einfach eine breite Teststellung. Das heißt also, alle die, die wirklich mit Reaper auf Windows arbeiten wollen und unser Ultraschall nutzen, bitte versucht dort mitzuhelfen. Der richtige Ort dafür ist das Sendegate. Da kommt gleich noch eine Folie, die ist, glaube ich, eins zu weit nach hinten verrutscht. Die 1.3er-Release wird es in den nächsten Tagen geben, sobald ich dann wieder das Release-Video dazu fertig bekomme. Die Beta dazu verteilen wir hier auf dem Workshop, also einfach mich ansprechen, dann kann ich euch da schon mal einen Link drauf geben. Was sind unsere Planungen für die 1.4? Wir haben jetzt bei der 1.3 im Wesentlichen aus Zeitgründen jetzt vielleicht nicht so viel reingepackt. Das wird sich bei der 1.4 noch mal ein bisschen ändern. Das Erste, daran setzt Heiko, ist ein komplettes Umdenken nochmal des Installers. Ja, ihr erinnert euch, den gibt es hier. Der funktioniert ja auch jetzt schon, aber es gibt immer noch einzelne Schritte, die man händisch machen muss. Und wer mal reingeguckt hat, es passierte gar nicht so selten, dass irgendwelche Dinge von meinem Filesystem sich plötzlich dann unter euren Preferences wiederfinden und ähnliches. Wir wollen jetzt einen komplett anderen Weg gehen, nämlich dass wir die Dateien wirklich händisch selber an die richtigen Stellen hinschieben. Ist auch ein bisschen komplex. Wir würden das ganz gerne auch verbinden mit Profilen, sodass man so verschiedene Profile von Reaper starten kann. Ja, also starte jetzt die Originalversion von Reaper oder starte eine Version nur für Podcast XY. Da ist also auch noch ein bisschen konzeptionelle Arbeit zu tun, aber das wird eines der nächsten Themen sein, dem wir uns widmen. So, die große Frage ist aber natürlich, was macht eigentlich Daniel? Ja, wir erinnern uns an unseren Breitschwertträger, den ich in meiner letzten Keynote ja groß promoted hatte. Und da sollte es ja darum gehen, Soundflower abzuschaffen und das Ganze halt durch einen komplett eigenen Hintergrund, also einen eigenen Untergrund zu ersetzen. Das heißt also wirklich kompletten Code-Redesign, auch ein Routing darüber herstellen zu können und das Ganze halt wirklich mit einer modernen Audio-Architektur. All das wurde uns versprochen. Ja, also dieses hier hatte ich in der letzten Keynote. Ganz so weit sind wir da nicht, aber es sieht ungefähr derzeit so aus. Das heißt also, da ist schon was, aber es ist noch so ein bisschen rudimentär und vielleicht wissen wir erst im Dezember, was es wirklich ist. Wer aber mal auf GitHub draufschaut, da kann man durchaus schon was runterladen. Ja? Das heißt also, wir haben jetzt mittlerweile eine Beta 3 der eigentlichen Audio-Engine unten drunter. Das ist auch die, die hier beispielsweise jetzt auf meinem Rechner jetzt gerade schon läuft. Das habt ihr vorhin gesehen an diesen lustigen kleinen Ultraschall-Symbolen in der Audio-MIDI-Steuerung. Wenn ihr das habt, dann habt ihr schon die neuen Treiber am Start. Die kann man also entsprechend jetzt schon ausprobieren. Es hat nur noch keinerlei GUI. Das heißt also, noch keine Sachen, wo ich jetzt irgendwie Devices anlegen kann, umbenennen kann, löschen kann, Routing-Funktionen und ähnliches. Derzeit ist es also quasi einfach nur unser Preset an verschiedenen Devices und wie die halt miteinander verschaltet sind. Der Rewrite sieht so aus, dass wir jetzt einen Core-Audio-Plugin haben, nicht mehr diesen alten Kernel-Treiber. Wir erinnern uns an meine letzte Keynote, wo es darum ging, dass gerade diese Kernel-Treiber-Geschichte eine Menge Ärger macht, um die bei Apple zu registrieren und da ranzukommen. Das ist halt noch die alte Soundflower-Architektur gewesen. Das Ganze ist jetzt komplett auf quasi aktuellster Apple-Code-Basis gesetzt, damit man auch neue Features umsetzen kann, wie beispielsweise ein Audio-Device-Backup-Recording, was man so mitlaufen lassen kann, was also einfach irgendwie einen beliebigen Stream noch mal auf die Festplatte schreibt, damit man noch so ein Fail-Safe-Backup hat. Interessanterweise besserer Klang. Ja, also eigentlich alle, die das bisher schon getestet haben, sagen, oh, das klingt irgendwie fetter. Ich bin sehr, sehr vorsichtig bei solchen Geschichten, hatte aber auch sofort den Eindruck, okay, das ist irgendwie, klingt das ganz, ganz schick, aber das würde ich noch mal ein bisschen nach
prüfen wollen. Der Hauptpunkt ist natürlich, wir wollen das Teil viel robuster haben als das, was wir derzeit jetzt mit Soundflower haben. Ja, also das Internet ist ja voll von dem Problem, dass man eben irgendwie Knacksen reinbekommt, dass Skype plötzlich irgendwelche Inputs umschaltet, Sample Rates umgeschaltet werden und dadurch dann kaum zu kontrollierende Probleme entstehen, was insbesondere in Live-Situationen natürlich dann die Hölle ist. So, all das würden wir gerne stabilisieren und wir haben jetzt mit der aktuellen Beta, denke ich, auch schon einen Stand erreicht, wo wir auf keinen Fall schlechter sind als Soundflower, aber da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, denn das ist schon alles schweres Fledermausland, dieses Audio. Ja, das heißt also, auch wenn man jetzt alles exakt so macht, wie das Apple einem vorgibt, der Überraschung gibt es da doch viele am Wegesrand. Und von daher sollte ich also extra von Daniel, der heute nicht hier sein kann, weil er ja leider einen echten Job hat, wo er Geld verdienen muss, aber auf dem Camp wird er mit dabei sein, wenn wir da was machen, dass wir auch hier, also nicht nur für Windows, sondern insbesondere auch alle diejenigen, die knistern und knacksen loswerden wollen und kein Soundflower mehr brauchen, bitte, helft uns hier mit beim Testen. Das Ganze ist mit einem gewissen Risiko im Tiefflug verbunden. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt damit mein Geld verdiene und irgendwie täglich 6 Podcasts mache, ist es vielleicht derzeit in der aktuellen Beta-Phase noch ein bisschen risky. Aber wenn man nicht live sendet oder irgendwie auch so einfach mal ein paar Stunden Zeit hat, um was durchzuprobieren, ist es definitiv eine gute Idee, uns da mitzuhelfen, weil je breiter wir halt die Setups haben, was Audio-Devices angeht, was irgendwie die Verschaltung angeht, Mumble, wie verhält sich das eigentlich und so weiter, wir können halt einfach nicht alles selber testen, desto schneller kommen wir hier zu einer für die ganzen Community brauchbaren Ergebnis. Wo meldet... Das Risiko ist nix im Vergleich zu Soundflower. Okay, so weit würdest du schon gehen, okay? Ja klar, das ist eine Architektur. Einfach so fest, ne? Ja, also der Rechner stürzt nicht ab. Ja, das tut er bei mir bei Soundflower auch nicht. Aber ja, also... Wenn du wüsstest. Not gegen Elend. Wo macht ihr das? Hier im Sendegate haben wir ja einen eigenen Abschnitt für Ultraschall. Und dort gibt es einen Thread von mir, gesucht Testerin. Ich glaube, 4 oder 5 haben wir da auch schon abgegrast. Sobald ihr euch dort meldet oder jetzt auch hier sprecht mich auf dem Workshop an, füge ich euch innerhalb vom Sendegate in einen Beta-Test-Thread hinzu, wo ihr zum einen nochmal die Download-Links bekommt, wobei das Ganze auch public auf GitHub sowieso liegt. Aber vor allen Dingen wir halt auch das Feedback ein bisschen koordinieren, damit wir euch auch helfen können, was genau ist die Situation. Da werden wir dann häufiger mal so nach Core-Dumps fragen. Das heißt also so, gib mir bitte mal eine Log-Datei, was da eigentlich passiert ist, wenn ein Problem eingetreten ist. Daniel ist da immer sehr, sehr responsiv, dann gleich in ein Update reinzugucken, weil er sehr, sehr schnell sieht, wo wohl das Problem vermutlich liegt. Das heißt also, er kommt dann meistens nach maximal wenigen Stunden schon eine Version, mit der man es dann nochmal wieder probieren kann. Aber dafür brauchen wir halt Tester. Ja, da geht's also lang. Das sind also dann so die Hauptideen, die wir derzeit für die 1.4 haben. Das heißt also, die Sound Engine ist sicherlich so das dringlichste Problem, was jetzt gerade so zu lösen gilt. Der Installer, das wird im Wesentlichen noch mal ein bisschen mehr Komfort reinbringen und ein bisschen mehr Flexibilität, gerade wenn wir das mit den Profilen noch umsetzen können. Eine englische Version planen wir fest für die 1.4, wurde jetzt schon häufiger gefragt. Ja, wollen wir machen, aber wir wollen es halt vernünftig machen. Das bedeutet halt nicht nur, dass wir irgendwie die Menüs ins Englische übertragen, das wäre wirklich eine Sache von irgendwie 10 Minuten und über den neuen Installer dann sehr einfach zu regeln. Aber ich möchte halt zumindest auch so die grundlegende Dokumentation haben und eigentlich dann auch einen englischsprachigen Screencast, ja, wo man also dann wirklich mal in 2 Stunden quasi das komplette Setup dann mal auf Englisch erzählt. Und das schlackert sich dann noch nicht so komplett aus dem Handgelenk. Wir haben noch einen 4. Punkt, den wir jetzt aber noch nicht verraten, den Heiko reinbringt. Ihr könnt ihn ja versuchen zu bestechen. Ich kann da zumindest ein klein bisschen spoilern, es hat etwas mit solchen Geräten zu tun. Aber mehr wird dazu nicht verraten, aber das wird, glaube ich, dann sehr, sehr cool, wenn wir das hinbekommen. Und die gute Nachricht, wir wollen uns jetzt mit der 1.4 nicht ganz so viel Zeit lassen, weil sich jetzt unser Dreierleben gefühlt in den nächsten Wochen wieder etwas entspannen wird und wir vielleicht ein bisschen mehr Zeitressourcen reingeben können. Unser Gedanke wäre eigentlich, dass wir bis zum und auf dem Camp hier dann mal einen kleinen Sprint einlegen und dann vielleicht am Ende des Camps dann schon eine 1.4 am Start haben. Das wäre dann also schon im Sommer, also schon vor dem nächsten Podlove-Workshop.
Ja, ansonsten die Grundkonditionen haben sich natürlich nicht geändert. All das, was wir hier machen, ist komplett Open Source und komplett umsonst. Setzt aber halt auf der Reaper DAW auf, die nach wie vor halt schlanke 44 Euro kostet und denke ich immer noch eine gute Investition ist. Ansonsten zum Abschluss, unser Team ist etwas zusammengeschrumpft. Malte kommt auch Leben dazwischen. Das heißt also, derzeit sind jetzt Heiko und Daniel aktiv, was natürlich bedeutet, dass wir eigentlich wie jederzeit natürlich immer offen sind noch für Ergänzungen. Das heißt also, hier könnte euer Profilbild stehen. Viel süßer als Kängurus, Katzen. Ja, also von daher sprecht uns an. Gestern Abend schon Erfolg. Wir können in fast allen Bereichen Leute brauchen, insbesondere natürlich, die sich wirklich gut mit Core Audio und so dem Audio-Untergrund auskennen, weil das erstmal so unsere nächste Großbaustelle ist. Okay, das wär's soweit eigentlich von unserer Seite aus. Das ist die Planung, das ist der Stand. In wenigen Tagen gibt es dann die offizielle Release und die Beta gibt es hier auf Ansprache. Vielen Dank. Ja, liege ich ja gut in der Zeit hier. Da wir eigentlich jetzt noch 5 Minuten haben bis zu einer kleinen Pause. Dennis holt ein Mikro, weil dann haben wir die Fragen auch im Stream drin. Ich nehme mal an, dass dieses Lösche letzte Kapitelmarke auch per MIDI ansteuerbar ist. Ja, gut. Ja, also das sind von der Implementierung her, ich kann das auch einfach mal kurz zeigen, damit man mal gesehen hat, wie sich das so anfühlt. Ich habe jetzt hier eine wie auch immer geartete Audiospur, mache einmal Marke 2 Minuten zurücksetzen. Ja, dann seht ihr hier Past. Das sind jetzt also normale Marker, die ich setze. Und wo ich jetzt auch immer bin, kann ich sagen, lösche die letzte Marke links von Cursor, dann geht die halt entsprechend weg. Und das ist ganz normal als Reaper Action reingehängt. Oh, das heißt, okay. Das kann ich sowohl mit Tastatur-Shortcuts belegen, als auch über MIDI ansteuern, wie alles andere, was sich hier in dem Podcast-Menü findet auch. Gut. Genau, weil ansonsten, also wir fahren ja immer so, also ich mag immer Hands-Free-Bedienung. Das heißt also, wenn man einen Podcast aufnimmt, möchte man eigentlich nicht noch irgendwie in einer DAW rumfrumeln, ja, sondern irgendwie das halt über eine Wiimote haben oder über irgendwie ein kleines sonst was Interface. Von daher achten wir da auch drauf, dass all das, was man während der Sendung live braucht, auch ohne den Rechner geht. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in der letzten Version schon gelöst war oder jetzt vielleicht auch noch mich betraf. Ich erinnere mich, beim Einspielen des neuen Releases werden ja, glaube ich, immer alle Settings weggespeichert und von euch überschrieben, Fragezeichen. Also ich bilde mir ein, ich habe halt so ein Korg Nanopad, wo ich da irgendeine MIDI-Config drin habe und ich meine, die muss ich hinterher, glaube ich, manuell wieder einfügen. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Release auch so war. Ist das doch so und ist da was geplant? Das ist noch so. Ist da was geplant, zu sagen irgendwie, ich habe hier Settings, die vom Default Reaper out of the box abweichen und... keine Ahnung. Ja, das wird mit dem Profilmanagement gelöst. Ich sehe dich gerade nicht. Ach da, okay. Hier hinten. Ja, das kriegen wir dann in den Griff. Das cool. Ist kein Problem mehr. Das ist einer der Gründe, warum wir den Installer an der Stelle ändern wollen. Also bisher sieht es eigentlich immer so aus, kann man auch einfach mal zeigen, also quasi der spirituelle Kern einer neuen Release sieht eigentlich so aus, dass ich in den Reaper Preferences auf General gehe und hier mit Export Configuration einen Komplett-Dump meiner Produktionsumgebung gebe und dann sage, hier Welt, damit habt ihr jetzt glücklich zu werden. Ne? Jetzt kann man hier schon einzelne Punkte rausnehmen. Das heißt also, ich meine auch MIDI-Mappings müssten eigentlich hier sogar abwählbar sein irgendwie. Oder müssen wir mal im Detail reingucken. In Wahrheit ist es aber so, dass, und das sieht man hier auch schon in dem Screen, dass letztendlich einzelne Dateien sind, die dann
exportiert und wieder importiert werden. Und unser Gedanke ist also dann wirklich dabei, auf Dateiebene nochmal viel granularer reinzugucken, so was ist jetzt wirklich für unsere Release eigentlich wichtig und welche Settings der Leute lässt man eigentlich mal lieber unangetastet, anstatt hier mit der Schrotfrinte drauf zu gehen. Ja? Also ihr seht, hier werden 2500 Dateien jetzt ergänzt oder so erst gelöscht und dann von uns überschrieben. Ich habe hier in der Konfiguration aber irgendwie nur 20 verschiedene Ausformungen und wir würden das dann halt einfach sehr viel granularer machen wollen. Die Qualitätskontrolle sagt ja, das ist gut. Frage zu dem Ducking-Feature. Hast du in der Sidechain irgendwie ein Noise-Gate oder sowas drin? Weil ich habe nämlich festgestellt, sobald du so ein bisschen Atmo hast, dann triggert die Atmo die Sidechain. Das hatte ich, also das Problem hatte ich auf dem 31C3, da habe ich einen Podcast aufgenommen in dem Sendezentrum und dann hat mir das, dann hat sich immer der Jingle weggeduckt durch die einfach die Atmo, die da drin ist. Ja, dafür haben wir hier vier oder im Wesentlichen eigentlich zwei Werkzeuge. Das eine ist, dass du hier einen Low-Pass-Filter und einen High-Pass-Filter hast. Das heißt, mit dem High-Pass-Filter, den habe ich jetzt hier auf 60 Hertz mal stehen, bekommst du schon mal so klassisches Mikrobumpen raus. Ja, das also, wenn ich jetzt irgendwie gegenpuste oder irgendjemand auf den Tisch stützt oder sowas, dass das rausgefiltert wird, sodass man so wirklich nur menschliche Sprache hat. Mit dem High-Pass kriegst du halt irgendwie so flirrende Hochgeräusche raus, dass die den nicht triggern. Und ein Noise-Gate hast du zufällig noch zusätzlich noch hier auf der linken Seite, wo du also den Threshold generell einstellen kannst, ab wann geht das Ganze. Und in der Kombination von Filtern zu allgemeinem Noise-Gate hier, finde ich, mit den Presets, die ich da gebaut habe, ist es schlicht perfekt. Also auch, das kriegst du einen Kühlschrank, der neben dir steht, rausgeblendet und sowas. Das geht echt gut. Wenn es keine weiteren Fragen geht, würde ich sagen, vielen Dank. Und dann geht es um Punkt 11 Uhr weiter. Danke.